Zeigt deine Waschmaschine auch diesen Fehler an? Sie ist am Piepen und Zulauffehler wird angezeigt. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du dir selber helfen kannst, die Maschine wieder zum Laufen zu bringen. Bleib dran! Wenn deine Waschmaschine diesen Fehler, also den Zulauffehler, anzeigt, kann es bedeuten, dass kein Wasser reinläuft oder nicht genügend Wasser reinläuft. Aus meiner Praxis zeige ich dir gleich drei Tricks, die du selber anwenden kannst. Als erstes werden wir jetzt einmal das Sieb überprüfen im Zulaufschlauch, ob sich das mit Sand oder sonstigen Fremdkörpern zugesetzt hat. Dazu schließen wir den Wasserhahn. Hier haben wir jetzt ein Aquastopfventil, das man auch ohne Wasserpumpenzange oder groben Werkzeug lösen kann. Dazu packen wir unten an den Kasten und oben an die Verschraubung und drehen das gleichzeitig. Wenn es sich löst, können wir das so abschrauben, wenn nicht, nimmst du eine Wasserpumpenzange. Zur Sicherheit habe ich immer ein Tuch noch dabei. Es kann immer noch Wasser rauskommen und je nachdem, wo die Maschine steht, ist es besser, wenn man das Wasser auffängt. Nachdem wir das Aquastopfventil oder bei einigen Geräten auch nur den Zulaufschlauch abgeschraubt haben, nehmen wir eine Spitzzange und nehmen vorsichtig die Dichtung und das Sieb raus. So können wir das Sieb überprüfen, ob es verstopft ist. Dieses Sieb ist frei, man kann durchschauen, das brauchen wir nicht durchspülen, aber falls es wirklich versandet ist, verschmutzt ist, spül es durch, nimm eine weiche Bürste und mach das Sieb sauber. Da dieses Sieb jetzt in Ordnung ist, setzen wir das wieder ein und werden als nächsten Schritt den Wasserhahn überprüfen. Meistens passiert es, dass dieses verstopft oder der Wasserhahn verstopft, wenn das Wasser im Haus abgedreht wurde oder in der Straße Bauarbeiten waren. Das Sieb haben wir ja jetzt überprüft, haben festgestellt, dass das in Ordnung ist. Jetzt sollten wir als zweiten Schritt den Wasserhahn überprüfen. Auch da können sich Ablagerungen festsetzen. Um den Wasserhahn zu überprüfen, habe ich mir ein Litermaß besorgt. Das halte ich da drunter und drehe das den Wasserhahn vorsichtig auf, macht es nicht zu schnell, sonst spritzt es in allen Richtungen raus. Der Wasserdruck ist in Ordnung, also liegt es auch nicht am Wasserhahn. Nachdem wir diese Punkte überprüft haben, schließen wir das Aquastopfventil, also den Zulaufschlauch, wieder an. Um auch jetzt hier ohne Werkzeug zu arbeiten, drehen wir das, soweit es geht, erstmal fest. Den Aquastopp-Kasten etwas drehen und gleichzeitig in rechter Richtung festdrehen. Dann ist es handfest und das reicht völlig aus. Wir testen jetzt natürlich, ob das auch wieder dicht geworden ist. Dazu drehen wir natürlich den Wasserhahn auf und schauen mal, ob es dicht ist. Es kommt kein Wasser, also ist alles schön dicht. Wenn es jetzt nicht am Zulauf, also am Wasserhahn lag, dann schauen wir uns nochmal den Einspülkasten an. Da kann es auch drin verstopft sein. Das Wasser läuft nämlich von oben in das Gerät rein und das überprüfen wir mal, wie das aussieht. Dazu ziehen wir den Kasten raus. Es ist immer eine Verrastung da, die wir dann runterdrücken, damit wir den Einschub ganz rausnehmen können. Um jetzt den Einlauf zu prüfen, schalten wir das Gerät ein, auch ohne Einschubkasten. Es kann zwar etwas Wasser rauskommen, das runterläuft, aber dafür habe ich unten ein Tuch vorgelegt. Wir wollen es ja auch nur kurz antesten und schauen, ob Wasser überhaupt rauskommt. Meistens pumpen die Maschinen erst ab und versuchen noch Restwasser raus zu befördern, aber dann schaltet es gleich auf Wasserzulauf ein. Ihr könnt schon den Finger auf ausschalten haben, falls es doch zu viel Wasser rauskommt, dass ihr sofort abschalten könnt. Bei diesem Gerät läuft es gut rein. Wir brauchen da nicht sauber machen, aber wenn es verstopft ist, dann besorgt euch eine Tellerbürste oder eine andere
weiche Bürste, dann könnt ihr das von unten sauber machen, die kleinen Löcher, die da sind, könnt ihr dann reinigen. Nach dem Reinigen setzen wir natürlich wieder unsere Einspülschale ein. Mit diesen drei Schritten, Wasserhahn überprüfen, Sieb überprüfen, Einlauf überprüfen, hast du in 80% der Fälle das Gerät schon selber repariert. Wenn der Fehler jetzt immer noch nicht beseitigt ist und die Fehlermeldung erscheint noch, liegt es im Inneren des Gerätes. Da ist es das Beste, dass du einen vertrauensvollen Kundendienst in deiner Nähe suchst und den dann beauftragst, das zu überprüfen. Wenn du möchtest, dass deine Geräte weiterhin gut laufen, dann abonniere unseren Kanal, gib uns einen Daumen nach oben, damit du weiterhin Tipps vom Hausgeräteprofi Krix bekommst.